Estland ist ein kleines Land und wir haben unsere eigenen einzigartigen Erfahrungen und wertvolle Ideen, die wir gerne mit Europa teilen möchten. Estland hat für ein halbes Jahr den europäischen Ratsvorsitz übernommen. Es sieht aber ganz so aus, als ob das Land in der Rolle des EU-Ratsvorsitzes bald scheitern wird. Estland ist eines der am stärksten digital vernetzten Länder. In diesem Land entstand sogar Skype. Und dieses Land wurde zum Aushängeschild der Europäischen Union benannt, und zwar für die nächsten 6 Monate. Nach nur wenigen Tagen kamen aber bereits die ersten Probleme auf. Die führende Koalitionsregierung, die im November gegründet wurde, könnte ihre Macht verlieren, da Rebellenpolitiker im Oktober dieses Jahres mit einer neuen Partei drohen. Was wiederum bedeuten könnte, dass die herrschende Zentrumspartei zu einer zerbrechlichen Minderheitsregierung wird. Andres Kassekamp, ein Professor für baltische Politik an der Tartu Universität, sagte: Es wäre ziemlich ungewöhnlich, wenn eine Regierung am Anfang oder in der Mitte ihres EU-Ratsvorsitzes zusammenbrechen würde. Obwohl dies nicht das erste Mal wäre. Ich erinnere mich an die Tschechische Republik. Das war zwar peinlich, aber sie überlebten. Eigentlich sollte Estland erst im Januar zur Union beitreten. Dank der Entscheidung Großbritanniens, die EU zu verlassen, musste Estland die Verantwortung 6 Monate früher als erwartet übernehmen. Ministerpräsident Jüri Ratas versicherte, dass Estlands Regierung nicht auseinanderbricht. Er sagte: Wir müssen Klarheit schaffen. Die Koalition ist stabil. Alle drei Parteien nehmen ihre Programme zur EU-Präsidentschaft sehr ernst und sind sich ihrer Verantwortung bewusst. Ich bin überzeugt, dass wir auf dieser positiven Dynamik aufbauen werden, damit wir allen Europäern eine sichere Zukunft bieten können. Das ist das Ziel unserer Programme und unsere oberste Priorität. Während dieser Zeit will Estland ganz Europa in Richtung E-Government und E-Residenz steuern, da Estland eine der am stärksten technologisch ausgeprägten Regierungen in ganz Europa ist und die Wahl vollständig online durchgeführt werden kann. Während der nächsten 6 Monate wird man unter anderem über die Brexit-Verhandlungen sprechen, über die Flüchtlingskrise und über die russische Gaspipeline, die über die Ostsee nach Deutschland geht. In dieser Woche werden wir erfahren, ob eine rivalisierende politische Partei gebildet wird. Das war es für heute. Ich bedanke mich für das Zusehen. Bleiben Sie dran. That's all for today's press review with myself, Celeste Skinner. Thanks for clicking back.